بسم الله الرحمن الرحيم ليبا جشويسنا ام اسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته heute machen wir den nächsten Hadith zum Projekt Hadith der Woche und wir haben einen sehr schönen Hadith ausgewählt, den wir euch mitgeben möchten, da wir auch in uns momentan in einer Stadt befinden, die Stadt des Propheten a.s. in Medina, und wir wollten, dass das Projekt weitergeht. Und das ist ein Hadith von Anas radiallahu an. Er sagte, dass Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, bevor ich den Hadith jetzt gebe, den Text vom Hadith, es ist ein Text, den man vielleicht öfters gehört haben, aber ich muss hier eine Anmerkung machen, oder eine Bemerkung. Geschwister im Islam, es gibt Dinge, man hört sie öfters, aber wir wissen selbst, innerlich spüren wir, dass wir diese Dinge nicht verinnerlicht haben. Deswegen hören wir den Hadith und sagen wir zu uns selber, mögen wir von diesen Leuten dann werden. Anas radiallahu an sagte, dass der Prophet sallallahu gesagt hat, keiner ist eher gläubig, bis er für seinen Bruder das wünscht oder bis er für seinen Bruder das liebt, was er für sich selbst wünscht oder liebt. Ja, ein Hadith bei Bukhari und ein sehr schöner Hadith, der ist kurz, aber der ist von der Bedeutung sehr, sehr wichtig und sehr stark. Jeder sollte über diese Worte des Propheten sallallahu alaihi wasallam denken und sich selbst fragen und sich selbst die Antwort geben, wie bin ich zu den Brüdern und zu meinen Brüdern und wie viel liebe ich für meine Brüder. Deswegen, liebe Geschwister, das ist der Hadith der Woche. Möge Allah Azza wa Jal uns von denjenigen machen, die diese Wörter hören, annehmen und umsetzen. Wassalamu alaikum, bis nächste Woche mit dem nächsten Hadith.